Bei mir auf dem Parkett der New York Stock Exchange steht heute wieder Sandra Navidi von Beyond Global. Frau Navidi, vielen Dank für Ihren Besuch. Und wir schauen heute direkt einmal nach Europa, wo sich seit geraumer Zeit immer größere Probleme abzeichnen. Bundeskanzlerin Merkel und der französische Präsident Sarkozy arbeiten an einer Problemlösung, aber die amerikanische Börse scheint mit dem Ansatz nicht zufrieden zu sein. Ja, man hat hier Angst vor dem, dass die Wirtschaft nicht wächst, hier, aber auch vor allen Dingen in Europa. Man befürchtet das schwache Bankensystem ebenfalls. Man sieht es hier schlimmer, als dass es in Europa schlimmer ist als hier. Und dass, wenn Europa nicht näher zusammenrückt und eine stärkere Integration stattfindet, dass dann der Euro auseinanderbricht, was katastrophale Folgen hätte. Insofern ist diese Wirtschaftsregierung vielleicht kein schlechter Start. Wie weit schlägt sich das auf die Stimmung an der Börse durch? Ja, die Stimmung hier ist sehr schlecht. Man hat eben Angst, dass, wenn es zu einer Krise erneut kommen würde im Bankensystem, dass dann hier der Markt auch weiterhin sinken wird. Und von daher hofft man, dass die Europäer jetzt langsam eine Lösung finden werden. Wie soll so eine Lösung aussehen? Was wäre das ideale Szenario für die amerikanischen Börsen? Man sieht ja, bisher hat diese Scheibchenlösung nicht wesentlich weitergeführt. Und in Deutschland muss die Führung ergreifen und kann sich entscheiden. Also entweder sie verlassen den Euro, dann gehen zu einer eigenen Währung zurück oder bleiben beim Euro und andere scheiden aus. Aber diese Währung würde dann an Wert gewinnen. Das heißt, andere können sich unsere Exporte nicht mehr leisten. Unsere Konjunktur würde sich verlangsamen. Wir hätten mehr Arbeitslose. Oder aber man integriert stärker Europa. Dann muss Deutschland vermutlich erst einmal draufzahlen, indem man zum Beispiel Eurobonds macht, also die Schuldengemeinschaft erweitert. Im Endeffekt könnte es aber längerfristig preiswerter für Deutschland werden, wenn man einen großen Anleihemarkt hätte, der jetzt für Deutschland nur ein Zehntel zum Beispiel von Amerika ausmacht. Insofern, außerdem muss man bedenken, dass Deutschland jetzt schon drauf zahlt in den Rettungsfonds, was eher ein Fass ohne Boden ist. Und die Europäische Zentralbank kann auch nicht ewig helfen. Also von daher sind Eurobonds, da Euroanleihen das geringere Übel. Gut, danke schön. Sehr interessant. Frau Navidi, Sandra Navidi hier von Beyond Global auf dem Trading Floor der New York Stock Exchange und damit zurück nach Köln ins Studio.